Swami, heutzutage der Name, die Bezeichnung, der Titel eines Mönches, einer Nonne. Man sagt zum Beispiel Swami Shivananda, Swami Vishnadevananda. Mit Swami wird ausgedrückt, dass er ein Mönch ist oder auch eine Swami Nirgunananda, dass sie eine Nonne ist, die eben Sannyas-Gelübde abgelegt hat, das Gelübde der Entsagung. Swami als Sanskritwort heißt ursprünglich Herr und Eigentümer. Also in der älteren Sanskrit-Literatur, wenn du dort Swami findest, dann heißt das nicht notwendigerweise Mönch oder Nonne, sondern kann das zum Beispiel der Eigentümer eines Hauses, ist der Swami des Hauses. Oder jemand, der eine besondere Macht hat oder auch ein besonderes Ansehen hat, der ist auch Swami. Einer der vielen Namen von Muruga ist Shanmuga und Charavanabhava Subramanya Kartikeya, aber einer der vielen Namen ist auch Swami. Auch Swaminatha genannt, also der Herr, also Swami. Und in Indien ist es bis heute so, dass manchmal auch große spirituelle Lehrer auch als Swami genannt bezeichnet werden. Zum Beispiel, wir hatten über viele Jahre einen Sri Kartikeyan bei uns, bei Yoga Vidya. Sri Kartikeyan war ein Schüler von Swami Shivananda und er war aber kein Swami, er war im Sinne von Mönch. Trotzdem, wir haben ihn angeredet als Swamiji, denn so war es auch im Shivananda Ashram Rishikesh und so ist es bis heute. Also jetzt im Mai 2014 lebt auch Sri Kartikeyan weiter im Ashram. Und wenn Menschen zu ihm sprechen, dann nennen sie ihn auch Swamiji. Und Swamiji ist also dort die liebevolle Anrede eines Swamis. Aber im Allgemeinen wird heutzutage als Swami jemand bezeichnet, der das Mönchsgelübde abgelegt hat oder das Nonnengelübde, der Sannyasa genommen hat, das Gelübde der Entsagung auf sich genommen hat. Also Swami, normalerweise heutzutage Name eines Swamis oder Ehrentitel eines Swamis oder auch Anrede eines Swamis im Sinne von Mönch oder Nonne.